Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Wir haben ganz, ganz schreckliche Nachrichten und zwar hat Maximiliano Amondarain keine Zukunft mehr bei Cardiff. Traurig, traurig. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber das ist mir ehrlich gesagt auch vollkommen egal, denn wir kriegen ja sowieso Ibrahimovic. Aber heute geht es im Pokal weiter, beziehungsweise, was heißt weiter? Ist Endstation, denn heute ist das letzte Spiel im Pokal, das Finale gegen Liverpool. Ein sehr starker Gegner, zumindest schätze ich sie so ein. Und deswegen habe ich ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst, aber wir können das schaffen, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn nicht, stehen wir immer in dem Finale. Wir können den Titel verteidigen, wir wollen das natürlich tun und deswegen gehen wir jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das Finale des FA Cups wartete auf Liverpool und Newcastle United. Die Magpies bereits im letzten Jahr ins Finale eingezogen, damals gegen den großen FC Chelsea, ja, siegreich gewesen mit einem 1:0. Und wie das Ganze heute aussehen wollte und sollte, ja, das gucken wir uns erstmal in der Konstellation an, wie es zum Finale gekommen ist. Liverpool mit einem 2:0 gegen Burnley fürs Finale qualifiziert. Ja, die Magpies mit dem grandiosen 5:2 Sieg über Everton. Und das war die Trophäe, um die es heute gehen sollte für beide Mannschaften. Die Choreografie sowohl auf Seiten der Liverpool-Fans als auch auf Seiten der Magpie-Fans, der Toons. Sehr, sehr beeindruckend und beide wollten hier natürlich ein ideales Ende für ihre Mannschaften herbeiführen mit guter Unterstützung. Der Kader von Liverpool natürlich noch mit ein paar mehr Stars gespickt als der von Newcastle, aber man hat bisher immer bewiesen, dass man sich gegen die Großen beweisen konnte. Trapp, Janmaat, Laporte, Yangan, Biwa, Haidara, Geis und Barker auf der Doppel-6, davor Komar, Morrison, Ben Arfa und Sim De Jong in der Sturmspitze. Das die Startaufstellung bei den Magpies, die sollten so ins Finale starten. Auffällig, weder ja, Kabeja noch Ben Yedder in der Startelf. Das war überraschend. Auch Niang fehlte aus Fitnessgründen. Trainer MGT war die Liga, in der es ja momentan auch nicht unbedingt rosig aussah, wohl wichtiger als das Pokalfinale. Im Tor bei Liverpool Mignolet, Dan Lovren und Iori Manquillo und José Enrique, Vidal, Henderson, Markovic, Coutinho, Asaidi und in der Sturmspitze Daniel Sturridge. Auch eine sehr, sehr starke Aufstellung. Allerdings die beiden Mannschaften zumindest von der Form der Spieler her gleichwertig. Natürlich die Fans von Liverpool wie immer ihren gewohnten Song, You'll Never Walk Alone, Trelland und auf der anderen Seite die Toons, die machten auch gute Stimmung und wir gehen gleich mal in die erste Szene der Partie, während wir noch ja einen der Spieler sehen, für die das heute der erste Gewinn eines Titels wäre und zwar natürlich für Aymeric Laporte. Ben Arfa geht in der ersten Szene nach knapp 10 Minuten hier mal vorbei an José Enrique und der Spanier holt den Franzosen von den Beinen. Unfaires Einsteigen, dementsprechend ein Freistoß an der Strafraumgrenze und die gelbe Karte für José Enrique, der Linksverteidiger, also früh im Spiel verwarnt. Das könnte ein Problem werden, ebenfalls könnte der Freistoß ein Problem werden. Freistoß mit der Listre, Mika Beja ja nicht dabei, aber auch Ben Arfa, der kann Freistöße schießen und der ist Linksfuß und von dieser Position aus kann ein Linksfuß sehr, sehr viel Schaden anrichten. Wir schauen mal, was daraus wurde. Positioniert sich gut, schießt den Ball direkt, aber kein Problem für Simon Mignolet im Tor von Liverpool. Der leitet den Angriff ein, allerdings dauert es ein bisschen bis zur ersten Chance. Ja, eigentlich direkt nach dem Abwurf war das Ganze dann passiert. Markovic mit dem Ball in die Mitte, Coutinho gewinnt das Kopfballduell nicht, der kleine Brasilianer schafft es in der Situation nicht, zum Kopfball hochzusteigen. Dann Sim De Jong verliert den Ball im Mittelfeld gegen Henderson, naja, beziehungsweise im Endeffekt gegen Vidal, nachdem Henderson ihn bedrängt hatte. Und dieser Vidal, der Chilene, der Mittelfeldmotor, wieder weitergespielt. Das ist Sturridge, das ist Markovic, der zieht einfach mal ab. Und Trapp im Tor hat keine Probleme, den Ball zu halten. Trotzdem eine gute erste Szene, ein guter erster Torschuss von Liverpool in dieser Partie. Weiter ging's, ja, mit Newcastle, dieser Schuss hier nach ungefähr 26 Minuten, die gefährlichste Szene in dieser Phase. Denn, naja, beide Teams standen defensiv ziemlich gut. Lovren aber hier mit der Abwehr zur Ecke. Und was aus der werden konnte, hatte man bereits in einigen Spielen vorher gesehen. Eine ausgewiesene Stärke nach Standards hatte Newcastle zwar nicht, allerdings gute Ecken, ja, Spezialisten wie beispielsweise Ben Arfa und auch gute Kopfballspezialisten wie Aymeric Laporte. Der wartet auf sein erstes Tor, hier fällt es erstmal nicht, Mignolet hält den Ball sicher, leitet die nächste Szene ein und die nach knapp, ja, 35 Minuten mit José Enrique. Das wird die gefährlichste Szene der Partie bis jetzt in den Rückraum, da ist Coutinho, wird nicht angegriffen und Trapp, ja, kann den Ball sogar festhalten, der Abschluss des Brasilianers ausbaufähig. Ball wird abgeworfen zu De Jong, das könnte jetzt dementsprechend die nächste Chance werden für Newcastle. Morrison macht das gut, aber es muss eine Einzelaktion sein. Man sieht hier kaum Bewegung durch mein Newcastle, keinen unterstützt den Engländer. Auf Außen wartet Ben Arfa viel zu lange und dementsprechend, ja, muss es Morrison alleine versuchen, das scheitert hier. Allerdings kommt der Ball zu Geis und der versucht es mal direkt, aber vorbei am Tor des Belgiers im Kasten von Liverpool. Also blieb es beim 0:0 bis kurz vor der Halbzeit. Eckball von Coutinho. Der hat also eine gute Position jetzt hier, eine gefährliche Situation herbeizurufen, spielt den Ball kurz aus auf Thiago Iori. Der in den Rückraum und da ist Arturo Vidal, der
er versucht den Ball nochmal auf Coutinho zu spielen. Die spielten um den 16er rum, das war alles wunderbar anzusehen. Allerdings ja, intervenierte da auch niemand. Niemand ging wirklich dazwischen. Der Ball kommt zu Markovic, der dribbelt sich da fest, bekommt den Ball aber nochmal wieder. Ball auf Sturridge, der macht das gut mit Asaidi, nochmal Sturridge, abgefälscht. Da ist aber Markovic, kann das Kopfball nicht gewinnen. Henderson im Mittelfeld, erobert sich den Ball wieder zurück und wieder ging es weiter mit... Ach du Scheiße, Markovic, 1:0, 45. Minute, was war da wieder los gewesen in der Verteidigung von Newcastle? Diesen Serben muss man in der Situation daran hindern, das Tor zu machen. Auch Trapp, ja, viel zu spät die Arme hochgerissen und dementsprechend das 1:0 für den FC Liverpool hier im Finale. Der Pass von Henderson, vollkommen unbedingt Markovic, da hat jemand richtig aufgepasst und zwar Laporte, der war zugeteilt und der Serbe hat dann keine Probleme mehr, schießt den Ball hoch, da muss Trapp zwar dran, allerdings kommt es so zum 1:0. Direkt danach der Versuch einer Antwort von Newcastle, aber Lyon kommt nicht zum Kopfball und dementsprechend bleibt es beim 1:0 für Liverpool. Die Fans natürlich damit vollkommen zufrieden. Die Red Devils hatten hier bisher gut gespielt, gute Chancen gehabt, gute Aktionen gehabt. Es war noch nicht ganz so souverän, wie man sich das eventuell erhoffte, aber es gab ja noch eine zweite Halbzeit, in der man die Führung theoretisch hätte ausbauen können. Wir schauen direkt mal in die erste Szene dieser zweiten Halbzeit, die durch das 1:0 von Markovic ja entscheidend beeinflusst wurde. Und zwar warf Newcastle mehr nach vorne, dementsprechend ergaben sich Räume für Liverpool. Manquillo hier mit dem Ball auf Henderson, jetzt standen sie mal tief, aber das juckt Markovic nicht. Der Ball in die Mitte, da ist Sturridge, aber Trapp mit dem guten Reflex gegen den rechten schwachen Fuß von Sturridge, der allerdings eine Ecke rausgeholt hat und die wird reingebracht von Coutinho. Wir haben gesehen, nach Ecken kann was passieren, denn beide Mannschaften mit kopfballstarken Spielern in der Mitte. Iori wird aber die Flanke nicht reinbringen, beziehungsweise steht nicht in der Mitte. Coutinho versucht dann zu flanken, aber Iori war vorher im Abseits gewesen und daraufhin, direkt nach dieser Szene, gab es einen Dreifachwechsel bei Newcastle. Cabella, Ben Yedder und auch Niang, drei Franzosen kamen in die Partie und die sollten offensiv für mehr Schwung sorgen. Hier haben wir direkt Cabella und Ben Yedder im Zusammenspiel, aber der Franzose verliert den Ball, jedoch gleich die Balleroberung in der eigenen Hälfte, ja, allerdings erst nach der nächsten Chance von Liverpool, leider Gottes. Ja, Cabella und Asaidi. Asaidi, der hatte im Rückspiel schon ein schönes Tor geschossen. Sturridge mit dem Schuss und Trapp war da. Jetzt konnte der Gegenangriff eingeleitet werden und sie versuchten es. Über Niang, über Ravel Morrison, der mit dem Ball auf Wissam Ben Yedder. Und der ist ja schnell, das ist bekannt. Setzt sich gegen Stevie G durch, der rutscht da überraschenderweise aus. Das hätte niemand erwartet. Geht wunderbar über außen. Manquillo kann ihn nicht wirklich aufhalten. Ben Yedder geht in den 16er rein. Ben Yedder kann ungehindert schießen. 1:1. 62. Spielminute. Dejan Lovren fälscht den Ball ganz, ganz unglücklich ab, der Kroate. Und somit steht es 1:1, 62. Minute, aus dem Nichts das Ausgleichstor. Es war wirklich bisher keine gute zweite Halbzeit gewesen von Newcastle. Die machten viel zu wenig nach vorne und kaum waren Ben Yedder, Cabella und Niang drin, stand es 1:1. Liverpool versuchte aber direkt wieder zu antworten mit Coutinho. Ball konnte geklärt werden. Sie schaffen es aber weder beim ersten noch beim zweiten Mal, ihn richtig rauszuspielen. Vidal da mit der Chance nochmal auf Balotelli, der auf Asaidi und der ist schussgefährlich. Balotelli aber auch 2:1, 68. Spielminute. Was war das wieder für ein Fehler von Kevin Trapp? Diesen Ball muss er haben. Der erste, okay, da kann man eventuell sagen, er hat die Arme nicht schnell genug hochbekommen. Aber diesen Ball, wie einst Oli Kahn, lässt er unter dem Körper durchrutschen und das geht in einem FA Cup-Finale schon mal überhaupt nicht. Wir sehen es hier nochmal, diesen Ball muss ein klasse Torwart halten und das facht natürlich wieder die Diskussion um die Torhüterposition bei Newcastle an. Wird das eventuell das letzte Finale werden, was Kevin Trapp jemals mit Newcastle spielt? Unwahrscheinlich, im Champions-League-Finale wird er wahrscheinlich auch spielen. Jedoch danach, wer weiß, was da passieren wird. Balotelli ließ sie zurecht feiern, das 2:1 erzielt, aber wieder versuchte Newcastle zu antworten und das taten sie natürlich über die Offensive. Mit Morrison, der geht hier in den gegnerischen 16er rein, Iori kann den nicht wirklich aufhalten, frei vorm Tor, aber er scheitert am Mignolet, der glänzend reagiert, lange stehen bleibt und dementsprechend den Ausgleichstreffer verhindert, aber die Ecke kommt in die Mitte geschlagen von Geis. Laporte bisher torlos für Newcastle, diesmal vielleicht, nein, auf der Linie geklärt von Stevie G, der ist da ausgerutscht, aber diesmal gut, denn er verhindert so, dass Newcastle zum Ausgleich kommt. Auf der anderen Seite dann Balotelli mit der nächsten Chance für die Red Devils, zieht in die Mitte. Er versuchte mit dem Schuss, allerdings Gott sei Dank gehalten von Trapp hier an dieser Stelle. Allerdings die nächste Ecke von Coutinho in die Mitte gebracht. Da ist Manquillo, da ist nochmal Coutinho. Diesmal kein Abseits. Die Flanke kommt rein und am zweiten Pfosten Asaidi. Wieder nicht geklärt. Und im Endeffekt ist es dann Ben Yedder, der den Ball doch noch rausspielen kann. Und der macht das auch gut. Geht nach vorne. Der ist natürlich schnell. Setzt sich gegen die Verteidigung durch. Macht das gut gegen den Portugiesen Iori. Der ist jung und unerfahren. Ball auf Niang. Der
der kann sich durchsetzen gegen José Enrique, hat den Geschwindigkeitsvorteil, aber wieder steht Mignolet lange da und kann den Ball mit der Brust abwehren. Bitter für Newcastle, die versuchten jetzt mehr, kam aber nicht zum wichtigen Treffer. Doch dann die 86. Minute. Ben Yedda, der Fehler in der Mitte von Iori und es steht 2:2, 86. Der erneute Ausgleich und wieder war es Ben Yedda. Da kann man sehen, wie wichtig dieser Mann für Newcastle ist. Die tun es natürlich vollkommen glücklich. Eigentlich schwach gespielt von Cabella, aber Iori mit der Grätsche, die vollkommen unnötig war. Er hätte den Ball wegschlagen müssen, tut das nicht. Und Ben Yedda ist ein klasse Stürmer und kann diesen Fehler dann ausnutzen zum Ausgleichstreffer. Dementsprechend war das in der Schlussphase so ein bisschen der Knockout-Punch für Liverpool. Die versuchten jetzt nochmal nach vorne, allerdings nicht mehr wirklich zwingend. Und dementsprechend, naja, war die Verlängerung etwas, was hier so ein bisschen anklopfte. Und in diese gehen wir jetzt auch direkt mal rein. Coutinho. Direkt nach dem Anstoß passiert weiter nichts. Allerdings dann Manquillo. Mit dem Ball auf Vidal, der auf Markovic. Und Markovic hat eine gute Idee. Der Ball auf Balotelli. Gute Mitnahme, guter Abschluss. 3:2. Ja, dachten sich viele, allerdings wurde schnell abgepfiffen, denn es war eine ganz hauchzarte Abseitsposition des Italieners. Man sieht sie in der Wiederholung, guter Pass von Markovic, klasse Idee, allerdings zumindest mit der Fußspitze im Abseits, schwierige Situation, aber kann man so abpfeifen. Doch weiter versucht es Balotelli, der Kopfball hier in dieser Situation geht am Tor von Kevin Trapp vorbei. Das Effort Terrible aus Italien versuchte hier einiges, jedoch blieb es erstmal beim ausgeglichenen 2:2. Auf der anderen Seite versuchte es dann nochmal Newcastle mit Geis, mit dem Ball auf Cabella. Und der versucht aus dem Rückraum, aber der Ball am Tor vorbei, dementsprechend weiterhin 2:2. Zweite Halbzeit, naja, wurde dann angepfiffen und da gehen wir rein mit Action von Liverpool. Ballverlust in der gegnerischen Hälfte von den Magpies, Coutinho, Asaidi, die spielen das alles ganz, ganz schnell. Stellungsfehler da von, von wem? Von Jan Gambiva. Der Ball kommt auf Coutinho, der auf Balotelli, niemand ist bei Balotelli, das 3:2 und diesmal zählt. 110. Spielminute und da kommt wieder der provozierende Jubel gegen die Newcastle-Fans, aber das vollkommen gerechtfertigt, denn wie kann man in der Verteidigung so schwach stehen? Zum erneuten Mal ein Defensivfehler, der Newcastle hier einen Titel bzw. in der Liga ja die internationalen Plätze kosten könnte. Der Italiener mit seinem Doppelpack in diesem Pokalfinale, das hätten wenige erwartet, zumal er ja nur eingewechselt war, aber es war halt ein der entscheidenden Treffer hier in diesem Finale. Newcastle kam nochmal mit Niang die Flanke auf Ben Yedda, ist gut und Mignolet wieder mit einem klasse Reflex und das war eventuell schon die letzte Chance für Newcastle. Allerdings gab es ja nochmal den Eckball, also nochmal direkt die Chance hier den Ausgleich zu erzielen. Barca regt sie dann noch auf, muss jetzt aber in die Mitte gehen. Geist, der deutsche Sechser, bringt den Ball schnell in die Mitte rein. Da ist wieder Laporte, der Kopfball und wieder ist es Gerrard, der auf der Linie klärt und wieder das Tor verhindert. Und das war's. Gerrard rettet Liverpool. Den FA Cup-Titel in der 120. Spielminute. Sieg für die Reds. Vollkommen verdient im Endeffekt. Einfach die Chancen effektiver genutzt. Newcastle zwar kommen lassen, die konnten daraus nichts machen und schaffen es nicht, den Pokal zweimal hintereinander zu gewinnen. Die Überraschungsmannschaft aus dem Nordosten Londons schafft es also nicht, Liverpool zu bezwingen. Der Traditionsverein mit dem ersten Titel seit langer, langer Zeit. Vollkommen verdient natürlich aber auch. Natürlich gratulierten sich die Newcastle-Spieler gegenseitig, aber auch den Reds. Und die feierten natürlich zunächst mal mit ihren Fans. Wunderbare Jubelszenen im Wembley Stadium. Die Toons natürlich geknickt mit den Köpfen nach unten, aber auch sie können sich freuen, denn die Mannschaft hatte wieder eine grandiose Pokalsaison gespielt und dann war endlich der goldene Moment da für einen ganz besonderen Spieler bei Liverpool, für Steven Gerrard, seit Jahren Kapitän, und diesmal sollte er endlich den Pokal in den Himmel recken dürfen. Es war zwar nicht die Premier League Trophäe, jedoch immer in der FA Cup und das natürlich für Liverpool ein wunderbarer Moment und natürlich auch für den Routinier im Mittelfeld, den englischen Kapitän der Nationalmannschaft. Er reckt den Pokal in den nachmittaglichen Himmel von London und dementsprechend FA Cup win für Liverpool FC.
Ja, schade, kein doppelter FA-Cup-Sieg, nicht zweimal in Folge geholt, allerdings ist das, naja, nicht so schlimm, denn auch Liverpool hat sehr, sehr stark gespielt, kann man nichts gegen sagen und hat im Endeffekt auch verdient gewonnen, hat die besseren Chancen, auch wenn es bitter ist, dass Trapp zweimal alles andere als gut ausgesehen hat, also wir hätten auf jeden Fall 2 Tore weniger kassieren können, aber sind wir mal ehrlich, auch unser erstes Tor war relativ wack und dementsprechend kann man das schon so packen. Ings, Burnley zum FA-Cup-Spieler gekürt, vollkommen zu Recht, hat immerhin seine Mannschaft ins Halbfinale geschossen und aktuell ist aus Deutschland Turnierpreisgeld nochmal 900.000. Das gucken wir uns auch nochmal an. Bellarabi auf die Liste, Caldirola runter, Beiß da runter, Bamba Anderson runter, Tresch runter, Petersen runter, Cruz runter, Bungert runter, Skjelbred runter, Bayer runter, Soriano runter. Und das haben wir alle schon drauf. Gut, das war's von dieser Episode. Heute mal nur ein Spiel aufgrund von Zeitmangel, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Morgen gibt's dann im Idealfall wieder 2 Spiele. Aber es war ja sowieso ein Pokalspiel, von daher habt ihr deutlich mehr Szenen gesehen, als es normalerweise gegeben hätte. Und ja, im nächsten Spiel geht's dann darum, schaffen wir es in der Premier League in die internationalen Plätze zu kommen oder nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da trotz der Niederlage passiert halt. Wir sind halt eben nur Newcastle und nicht Real Madrid, beziehungsweise in England wohl eher, naja, Man City, Chelsea oder irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.